Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Am 6.9.24 berichtete der BAF, dass die Resultate der Aufnahmeprüfung der Medizin- und Zahnmedizinanwärter veröffentlicht würden. Knapp 4.400 Anwärter auf einen Studienplatz hätten an der Prüfung teilgenommen. Jedoch nur jeder Dritte von ihnen wird mit dem Studium beginnen können. Vor dem Hintergrund der jahrelangen Problematik der Benachteiligung der deutschsprachigen zukünftigen Studenten habe ich folgende Fragen an Sie, werter Herr Minister. Können Sie uns mitteilen, wie viele deutschsprachige Anwärter an dieser Prüfung teilgenommen haben? Haben Sie außerdem Erkenntnisse über die Studierenden in Flandern? Werden Sie die Gespräche bezüglich der Aufnahmebedingungen der FG wieder aufnehmen? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Werte Frau Naik-Martolemi, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe das Ministerium gebeten, die Hochschulverwaltungen in Flandern und in der französischen Gemeinschaft zu kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, ob Zahlen über ausbelgische Anwärter zu den Aufnahmeprüfungen zu medizinischen Studien vorliegen. Wir haben die Antwort bis heute noch nicht erhalten und ich werde sie dann, sobald ich sie erhalten habe, gerne dem Ausschussmitgliedern und dem Ausschuss übermitteln. Was die Aufnahme von Gesprächen zu den Aufnahmebedingungen für das Studium an einer frankophonen Universität betrifft, kann ich Ihnen mitteilen, dass ich am Ende des Monats die für das Unterrichtswesen zuständige Ministerin Valérie Glatigny treffen werde und auch diese Thematik auf der Tagesordnung unseres Gespräches steht. Weitere Gespräche, unter anderem mit der hierfür zuständigen Ministerpräsidentin Elisabeth de Grise, folgen in Kürze. Ich werde Sie gerne dann über das Ergebnis der jeweiligen Gespräche in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten.